Gutes Gesicht. Herr Staatsanwalt, Frau Kollegin von der Nebenklage, meine Damen und Herren. Zunächst kann ich mich vollumfänglich den zutreffenden Ausführungen des Herrn Staatsanwaltes anschließen. Möchte aber, bevor ich selber in die juristischen Feinheiten eintrete, vielleicht ganz kurz die Hintergründe der Tat beleuchten. Die Geschädigte war eine Frau, die dachte, sie kommt nach Deutschland und die Welt liegt ihr zu Füßen. Sie war sich ihrer Schönheit, aber auch ihrer exotischen Reize durchaus bewusst. Mein Mandant dagegen, der wünschte sich eine Familie. Er hat hart gearbeitet für diese Familie, um die sich leisten zu können. Aber er wollte eigentlich, und sagen wir es ruhig mal, eine traditionelle Ehefrau und dachte, dass er eine solche finden würde in Peru, einem Land, was ihm gefallen hat. Ein Land, in dem er dachte, leben zu können später mit seiner Ehefrau Mariela. Y? Me dieron permiso. Viajaremos tú y yo. Yo no pienso viajar al país donde murió mi hermana. No cuentes conmigo. Hier die Kiste nochmal als Detailaufnahme. Hier die Bergung der bebluteten Matratze. So, dann kommt die Rechnung über eine Federkernmatratze, dann Hammerkiste und der Farbeimer. Bitte lassen Sie das Fenster zu und nehmen Sie wieder Platz. Frau Ramirez. Für die Einordnung einer rassistischen Gesinnung als Mordmerkmal im Sinne der niedrigen Bewegung ist es völlig unerheblich, ob derjenige rassistisch ist. Entscheidend hierüber ist vielmehr, und das ist von der Rechtsprechung rauf und runter entschieden worden, entscheidend ist, ob seine Gesinnung erheblich abweicht von dem deutschen gesellschaftlichen Wertesystem.